Jahrzehntelang versperrte eine Deponie den Weg zum Rhein. Erst mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2005 entstand der Neulandpark. Landesgartenschau 2005 in Leverkusen, Motto Neuland entdecken, 50 Hektar Fläche, davon 25 Hektar auf einer ehemaligen Deponie, die gesichert ist, nach der Seite, nach oben gesichert ist, auf die viele, viele Erdmassen draufgekommen sind, fast 650.000 Kubikmeter, sowohl Füllböden als auch Mutterboden modelliert worden ist und einfach ein neuer Park entsteht und entstanden ist. Und wir freuen uns auf eine bunte, bunte Blütenpracht, die auf diesem Unland, das immer als Sperrparzelle den Durchgang vom Osten nach Westen zum Rhein und vom Norden nach Süden am Rheinufer verwehrt hat. Leverkusen lag am Rhein und keiner wusste es. Und Leverkusen liegt jetzt am Rhein und jeder kann hinspazieren und sich verlustieren. Der Rhein bildet über knapp 8,5 Kilometer die westliche Stadtgrenze Leverkusens. Davon gehören 1,5 Kilometer zum früheren Bayerwerk, heute einer der größten Chemieparks Europas. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Neulandpark befindet sich eine der ältesten Kirchen Leverkusens, die St. Antoniuskirche. Vor der Kirche hat der Leverkusener Künstler Kurt Ahrens der Kuhmagd Paulinchen Pohnke ein Denkmal gesetzt. Sie war ein Wiesdorfer Original, das im Jahre 1980 im Alter von 97 Jahren verstarb. Wiesdorf besaß bereits Stadtrechte, als man sich 1930 gemeinsam mit den Gemeinden Rheindorf, Steinbüchel und Schlebusch zur neuen Stadt Leverkusen zusammenschloss. Leverkusen feiert nun sein 90-jähriges Stadtjubiläum. Derzeit leben ca. 18.000 Menschen in Wiesdorf. Ein großer Teil hiervon bewohnt die Anfang des 20. Jahrhunderts von der Firma Bayer erbauten Häuser der Kolonien 2 und 3. Die Häuser stehen nun unter Denkmalschutz, nachdem ihr einst geplanter Abriss zugunsten eines monströsen Lindwurmes, einem im Durchschnitt 16-stöckigen Wohnhauses, Anfang der 1970er Jahre erfolgreich abgewehrt werden konnte. Thank you.
Vor den Toren Leverkusens hat im Jahr 1912 der damalige Vorstandsvorsitzende der Farbenfabriken Karl Duisberg ein einmaliges Kleinod geschaffen, den Japanischen Garten. Rheindorf, einstiger Fischerort am Rhein, blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Die St. Aldegundiskirche wird erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt. Das heutige Kirchenschiff ist vermutlich jedoch erst 200 Jahre alt. Das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges wurde 1939 errichtet. Die Wupper schlängelt sich rund 115 Kilometer durchs Bergische Land bis zu ihrer Mündung in den Rhein bei Stromkilometer 703. Der Bau des Bayer-Entsorgungszentrums machte es um 1970 erforderlich, den Wupperlauf auf dem letzten Kilometer zu verlegen. Aus diesem Grunde existiert heute sowohl eine alte als auch eine neue Wuppermündung. An der alten Wuppermündung befindet sich seit 100 Jahren eine Schiffsbrücke, eine Konstruktion, die in Deutschland und vielleicht sogar in Europa einmalig ist. Musik.
Ja, wir befinden uns hier auf der alten historischen Schiffsbrücke Wuppermündung, die es schon seit 100 Jahren genau gibt. Wir haben dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Früher war das ein beliebter Übergang für die Arbeiter zum Bayer, zu Fuß oder größtenteils mit Fahrrad. Da durfte der damalige Besitzer auch einen Brückenpfand nehmen. 5 Pfennig für Fußgänger, 10 Pfennig mit Fahrrad. Dann sind die Schiffe teilweise verrottet gelassen, abgebrannt, abgesoffen. Dann waren die jahrelang weg. Wiedereröffnung war dann 2014 Ostern. 1995 hatte sich dafür ein Förderverein gegründet, um die Schiffe wieder aufzubauen und zu erhalten. Wir betreiben hier eine kleine Gastronomie, ein kleines Café mit Winterbetrieb im Inneren und im Sommer hier draußen auf den Schiffen bei herrlichem Sonnenschein, bei dem herrlichen Sonnenuntergang, der genau hier in die Bucht reinfällt, haben wir teilweise abends Probleme, die Leute nach Hause zu kriegen. Unser drittes Schiff fehlt da leider noch. Die Einigkeit, die liegt noch in Duisburg. Da kostet der Ausbau noch mal ca. 600.000 Euro. Besuchen Sie uns, mieten Sie das für eine private Feier. Wir haben schon Kindergeburtstag gemacht hier, mit Schatzsuche für die Kleinen. Aber auch größere Familienfeier, ein Firmenjubiläum. Hier draußen auf den Schiffen, 60 Leute, kein Problem. Wir grillen für Sie. Wir haben eine Zapfanlage, sich ein Glas Kölsch, Reisdorf für 1,50 ein Glas. Sprechen Sie uns an. Die Leute sind begeistert, die schon mal hier waren. In mehreren Bauabschnitten entstanden überwiegend in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts die Siedlungen im Norden Rheindorfs. Mit über 16.000 Einwohnern wurde Rheindorf in diesem Zeitraum zu einem der größten Stadtteile Leverkusens. Durch die kommunale Gebietsreform im Jahr 1975 wurde Hittorf Teil der Stadt Leverkusen. Die Fähre nach Lange gilt als ein Wahrzeichen der alten Hafenstadt. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts war sie ein merkantiles Zentrum, groß geworden mit Holz- und Tabakhandel, Brauereien und Zündhölzern. Mehr Informationen hierzu gibt es im Heimatmuseum Türmchen am Wert, wo Bernd Belitzky vom Hittorfer Heimatverein einiges zu erzählen weiß. Ja, wir stehen hier am Brunnen vor dem Hittorfer Heimatmuseum. Dieser Brunnen stellt im Grunde genommen die Industriegeschichte Hittorfs dar. Wir hatten früher drei große Industrien in Hittorf. Das waren einmal die Zündholzfabriken, das waren die Tabakfabriken und Brauereien. Hittorf ist reich geworden durch Holzhandel. Und in den späteren Jahren kamen dann die anderen drei Industrien dazu. Sie sehen also hier unten die Streichhölzer. Diese drei Pinne sollen also die Streichhölzer darstellen. Sie sehen die Brauereien mit dem Brauer, der hier auf seinem Fass gemütlich sitzt, mit einem wunderschönen Grinsen im Gesicht. Der Tabak ist mit der Pfeife etwas unterrepräsentiert, aber früher gab es dafür dann halt hier auch Tabakpflanzen, die wir angepflanzt haben. Und man nennt das Ganze hier den harmonischen Dreiklang der Hittorfer Industrie.
In den Räumen einer ehemaligen Zündholzfabrik gastiert das Matchbox-Theater. Ja, hallo und erstmal herzlich willkommen bei uns im Matchbox-Theater. Wir haben uns vor ziemlich genau 20 Jahren gegründet, im Jahre 2000. Unser erstes Stück war ein Stück von Terry Pratchett, das hieß Macbeth, Weird Sisters auf Englisch. Ja, und so haben wir uns gegründet und gefunden aus einem Haufen von Schauspielern und Begeisterten aus der Volkshochschule Monheim. Und wir haben dann diesen Verein gegründet und dann dieses Stück auf die Bühne gebracht. Die Bühne, 6x4 Meter, wurde damals zuerst bespielt mit 18 Personen. Dieses Stück, Weird Sisters oder Macbeth, wurde mit 18 Personen bespielt. Da war also hinter der Bühne mehr Action als auf der Bühne. Ja, und dann haben wir uns praktisch einen Ruf erspielt, machen viele Thriller, englische Stücke, haben ein paar deutsche Erstaufführungen gemacht. Das heißt, dass wir die Stücke übersetzt haben, die Rechte erworben haben und hier zum ersten Mal in diesem kleinen Kästchen praktisch gespielt haben. In dieses kleine Kästchen passen an Besuchern ungefähr 56 Personen. Wir spielen ausschließlich ehrenamtlich. Keiner von uns bekommt irgendwelche Zuschüsse oder Gelder. Seit 2010 haben wir einen Förderverein, der uns unterstützt. Da sind wir sehr stolz drauf, weil Künstler und Geldakquise, das passt irgendwie nicht so wirklich zusammen. Kennen Sie eigentlich Terry Pratchett? Terry Pratchett war der Autor unseres Theaterstücks, unseres ersten Theaterstücks, praktisch meine Initialzündung, warum ich dieses Theater überhaupt gegründet habe. Ich habe das Stück Macbeth übersetzt und dann auf die Bühne gebracht im Oktober 2000. Und Terry Pratchett war ein Gast unseres Theaters. Nach diesem Stück Macbeth haben wir dann noch ein zweites Stück von ihm übersetzt und auf die Bühne gebracht. Das hieß Ruhig Blut. Das hatten wir dann 2003 praktisch auf die Bühne gebracht, auch wieder mit einer Mega-Personenzahl. Diesmal waren wir, glaube ich, 22. Da gab es eine Materialschlacht sondergleichen. Das hat man auf der Bühne hoffentlich nicht so bemerkt. Aber Terry Pratchett hat uns sehr gelobt und hat gesagt, das war das beste Stück, was er jemals gesehen hatte von einer seiner Stücke. Ich weiß nicht, ob er es wirklich so gemeint hat. Ich habe es jedenfalls so empfunden, dass er das im Ernst meint. Im Jahre 2000 wurde das Freizeitgelände Hittower See, auch bekannt als Blaue Donau, eröffnet. Neben Baden und Tauchen im erfrischenden ehemaligen Baggersee laden die großen Liegewiesen und Spielgeräte zum Verweilen ein. Der Hittower See und der angrenzende Parkplatz mit seinen 550 Stellplätzen ist umgeben von Feldern, Wiesen und Wäldern sowie anderen Seen und eignet sich ideal für ausgiebige Spaziergänge.
Wir hoffen, Sie und ihr hattet Spaß mit uns, die schönen Seiten von Leverkusen zu entdecken. Wir sind nicht müde und sehr fündig geworden, um einfach noch weiter die schönen Seiten zu entdecken. Und das wollen wir in den nächsten Folgen mit Ihnen und euch drehen. Und wir freuen uns auf die nächsten Sessions.